Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zurück zu das böse Invis. Letztes Mal sind wir ja genau hier. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, Nicht ich bin gestorben, tot? aber rausgelockt. Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Das sieht Tat. aus wie der Bossfight hier. Und Ich weiß nämlich, wie deswegen das sind Ende wir aussieht, hier. leider. Wir? Es fühlt fast so aus, als ob wir gleich Das war's fertig noch wären. nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Okay. Jo, was geht jetzt ab? Jo, Bossfight, was Hast du geht ab? jetzt Mitleid von mir? Ach, nee, 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 nee. Verpiss dich. So. Wie soll man die denn töten, ey? Die sterben ja gar nicht. Ah. Also wenn sie auf dem Boden liegen. Na gut, wir müssen sie irgendwie trennen. Und dann irgendwie von dem Hauptanschluss dran. Okay, warte, ich würde mal sagen, wir nehmen die Shotgun. Wir nehmen nicht die, wir nehmen auch kein Snipergewehr. Wir haben nur noch die Pistole, gut. Munition alle? Ach nee, leck mich da. Hier liegt auch nichts rum, oder? Liegt hier irgendwas rum? Hier liegt nur Glibber. 1000. Okay. Wie kann ich nochmal angreifen? Oh, auf Dreieck, auf 4 geht's gar nicht angreifen. Ich penne auch wieder ein hier. Und eben war hier doch Munition irgendwo, bin ich doof? Ah, hier. Revolver-Munition, 10 Stück. Ja, das ist doch ganz cool. Dann hätte ich ja gar nicht so viel verbrauchen müssen. Ich Vollidiot. Oder war? Da lag was. Fuck. Kapitel 14 überlebt. Spiel speichern. So, und nächstes Kapitel. Komme Gegner nicht zu nahe, damit sie dich nicht packen können. Was ist eine gute, ein guter, guter Einwand angesichts des Bösen? Das hört sich nach dem Final Kapitel an. Hoffen wir mal, dass das Spiel dann endlich vorbei ist, weil dann kann ich was Neues anfangen. Es ist doch hier die Bekannte von uns. Die andere Bolisistin. Hä? Bin ich das nicht selbst? Jo. Okay.
etwas creepy. Hallo? Immer diese Musik, ne? Aber ich glaube, wir haben letztes Mal sogar noch einen Schlüssel mitgenommen. Das heißt, wir können ja jetzt theoretisch... Ist hier niemand mehr? Warte, wo... Stimmt, wo ist sie hin? Oh, jetzt habe ich mich gerade selbst erschrocken. Also ich wollte eigentlich nur meinen Schlüssel einlösen und dann nach Hause gehen. Wäre das im Bereich des Möglichen? Guck mal, hier können wir Shotgun mitnehmen. Das laden wir einmal nach. Dann nehmen wir die anderen vier auch noch mit. Das ist das da oben. Eine Spritze. Guck mal, die kann man auch noch gebrauchen. Die können wir sogar gleich mal nehmen. So, dann haben wir hier noch irgendwas offen? Ne, komm, machen wir den auf. Was haben wir hier? Schleim. Na gut, bringt uns jetzt nicht so viel, weil ich gerne Munition für den Bossfight hätte. Aber mal gucken. Gehen wir mal wieder zum Evolven entwickeln oder wie das da heißt. Wieso drücke ich da immer drauf? Ich wollte das Licht anmachen. So, oh, hier liegt. Hier liegt was zum Lesen. Mittlerweile wissen hier. Okay. Was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter und finden Sie es mal auf Seite denken. Okay. Verlässt das Verhörzimmer. Ruvik? Verstand verloren. Ach nein. Verstand verloren. Lass Lee! Ah! Ah! Oh! Ah! Leslie, Buddy, was geht ab, Nigga? Hier lang. Ey, es sieht sehr, sehr gesund aus hier. Leslie! Leslie! Achso, stimmt, ich kann ja nur begrenzt sprinten. Ich vergaß, ich vergaß. Leslie! Hä? Okay, da ist nichts. Ey, das sieht so aus wie der Endfight hier, ne? Als ob wir das wieder gleich reinkommen, wenn wir in diesen Raum. Wasser? Warum sind hier Wasserpumpen? Aber hier liegt bestimmt irgendwo Munition rum oder so. Wenn das hier irgendwann zum Ende kommen sollte, sollten wir vielleicht vorsorgen. Und mal gucken, ob wir hier überall irgendwie alles finden. Was ist das da? Nichts Wichtiges, okay. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Ja, Leslie, wo führst du mich hin, du Kleiner? Hallo? Da ist er! Leslie! Nein, ich weglaufe, nicht schon wieder. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Leslie? Hallo? Digga, der will mich doch verarschen, Alter. Wie kann so ein kranker Typ so... Weißt du, der geht die ganze Zeit so langsam, aber ist 2000 Meter vor mir, ne? Hier lang. Ja, ich folge dir doch. Der Laden stürzt ein. Hier lang. Ich lauf dir doch hinterher, Mann. Naja, das war's mit Leslie und das Spiel ist noch nicht vorbei. Anscheinend. Oh, wir sind wieder draußen, okay. Vor der Psychiatrie, okay, gut, wir kommen dem. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Ja, wir kommen dem. Näher, ne? Es ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen hier. Dass sich das Spiel langsam zum Ende neigt. Oh, Leslie! Hallo! Hä?
Bleib doch. Gehen wir halt rein, ne? Knock, knock. Hier begann alles. Ich hab's gewusst. Du hast gewusst, was? Gib mir mal den Schleim hier. 500. Jetzt haben wir haben 17.000, Mann. Wir müssen noch mal was einlösen hier. Ich hoffe, hier liegt irgendwo Munition. Sonst haben wir echt nachher ein Problem, ne? Hier ist nichts. Da ist nichts. Ist hier drüben noch was? Hier liegen überall nur Leichen, ne? Ist auch nicht so schön. Was ist hier hinter der Rezeption? Ah, hier ist Wasser. Guck mal. Hat sich das Suchen noch wieder gelohnt. Da, hier ist noch Schleim. Wahrscheinlich irgendwie 1000 oder so. Ja, 1000 wieder. Guck mal, da hat sich das Suchen noch wieder gelohnt. Hier ist eine Tür. Ah, das ist der Videoraum hier. Hier fing alles an. Hier mussten wir doch rein und dann kam Ruvik. Gucken wir mal, was hier hinten ist. Das ist da, guck mal hier. Nee, die Shotgun-Muni ist nämlich nicht voll. Weil jetzt können wir nämlich zwei nachladen. Und die zwei hier mitnehmen. Und weiter auf die Suche gehen. Okay, das sieht hier nach aus, als ob es hier weitergeht. Dann lass doch da hinten irgendwo nochmal in die andere Richtung gehen. Da geht's nicht weiter. Aber hier war doch noch eine Tür, ne? Ja. Aber hier können wir nicht durch. Okay, also wir... Okay, ja gut, dann... müssen wir wohl hier lang. Gut. Ja, die Tür schließt sich wieder. Gut. Warte. Achso. Ich sag aus, als ob da eine Tür ist. Kannst du die Treppen auch ein bisschen schneller gehen? Du schließt ja ein, ne? Was ist denn das hier für eine scheiß Psychiatrie, ey? Kann man nicht irgendwie runterrutschen? Oh, lol. Glück gehabt. Hallo? Schmerz. Tausend weitere Empfindungen, als sie mein Großhirn sondierten und meine Arbeit begutachteten. Oh, cool. Eine Unendlichkeit der Intensitäten. Wenn die Blitzdinger voll sind, könnten wir doch theoretisch... Ach, das ist schon... Okay. Vermischen sich zu einem einzigen Durchdruck. Kann ich die nicht auch entzaubern irgendwie? Nee, ne? Was ist denn Information? Ne, kann man nicht. Der Schmerz. Hätte ja sein können. Da ist noch was. Schleim und noch mehr Munition. Das ist gut. Mein Heim. Mein Block. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja. Da sind sie beide dann schuld. Okay, da will ich jetzt lieber noch nicht runter. Guck erstmal, was hier oben noch ist. Oder muss ich hier oben lang? Oh, das ist Leslie. Hallo. Leslie. Also wir gehen jetzt gerade diesen kompletten Weg, den wir am Anfang lang gelaufen sind, nochmal. Wenn ich mich recht erinnere, dann sind wir am Anfang... Okay, das sieht schon eher nach etwas aus gerade. Hier ist nur Schleim, hier sind noch Revolver-Munition. Kann man die irgendwie aufmachen noch? Nee. Aber ich gehe jetzt erstmal hier lang. Aber ich glaube, in der großen Tür erwartet uns etwas nicht so Gutes. Gut, aber ich habe die Zeit schon überschritten, deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Mache ich direkt weiter und lade das dann als neue Folge hoch. Also, bis gleich. Tudelü.